Das Wort hat die Kollegin Agnes Alpers für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, meine Damen und Herren, Frau Schawan, über genau diese alten Klamotten wie Ausbildungsgarantie müssen wir in Anbetracht der Probleme sehr wohl heute noch reden. Aber darauf komme ich später zurück. Unsere Regierungsfraktionen sagen immer, die Ausbildungsplatzchancen steigen. Es gibt mehr unbesetzte Stellen als Bewerberinnen. Für sie ist das einzige Problem, 30.000 freie Ausbildungsstellen zu besetzen. Aber das hat nichts mit der Realität zu tun. Der Berufsbildungsbericht sagt, dass von den rund 540.000 gemeldeten Ausbildungsbewerberinnen bei der Bundesagentur für Arbeit nur gut die Hälfte einen Ausbildungsplatz bekommen hat. Bei über 100.000 jungen Menschen weiß die Agentur, wo sie verblieben sind, aber sie haben keinen Ausbildungsplatz erhalten. Und bei fast 86.000 Bewerberinnen weiß man nicht, was aus ihnen geworden ist. Aber auch Sie haben keinen Ausbildungsplatz erhalten. Wir halten also fest, Sie zählen fast 200.000 junge Menschen in Ihrer Statistik als vermittelt, obwohl Sie gar keinen Ausbildungsplatz erhalten haben. Das ist doch nichts anderes als schnöde Trickserei. So etwas lassen wir nicht durchgehen. Das heißt also, wir haben insgesamt weit über 200.000 junge Menschen im Übergangssystem. Wir haben 1,5 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 29 Jahren ohne Ausbildung. Nehmen wir die Menschen bis 34 hinzu, sind es schon 2,2 Millionen. Und die Linke, Frau Schawan, bleibt dabei, setzen Sie das Recht auf Ausbildung um und führen Sie endlich die Ausbildungsumlage ein. Das zweite Problem. Trotz Ausbildungspakt bilden nur noch 22,5% der Betriebe aus. Der Grund, so die Arbeitgeber, nur gut die Hälfte der Betriebe dürfen nach ausbilden und kleine Betriebe können ihre Ausbildungsplätze nicht besetzen. 2003, meine Damen und Herren, wurde die Ausbildereignungsprüfung aufgehoben, damit die Betriebe auch ohne Ausbilderin ausbilden können. Es wurden aber fast keine neuen Ausbildungsplätze eingerichtet. 6 Jahre später wurde deshalb die Ausbildereignungsprüfung wieder eingesetzt. Was also hindert die Betriebe daran, tatsächlich auszubilden? Arbeitgeber von kleinen Betrieben sagen mir, der Druck ist sehr groß. Jeder Auftrag muss schnell und fachgerecht ausgeführt werden. Es gibt keine Ausbilder oder es gibt keine Zeit, um Lehrlingen alles zu erklären und zu wiederholen. Und generell würden die Azubis zu wenig Praxiserfahrung mitbringen. Wir Linke sagen, kleine Betriebe müssen unterstützt werden, wenn sie eine Ausbildungsbefähigung erwerben wollen. Sie sollen gefördert werden, wenn sie erstmals oder auch einen zusätzlichen Ausbildungsplatz einrichten. Auch Ausbildung im Verbund wollen wir fördern. Ich selbst bilde im Bundestag eine Auszubildende aus. Sicher, man muss sich darauf einstellen und auch umstellen. Aber man eröffnet einem jungen Menschen Zukunftschancen. Und deshalb, meine Damen und Herren, lohnt sich Ausbildung. Und als Lehrerin für 23 Ausbildungsberufe weiß ich, wie wichtig eine kontinuierliche Anbindung an den Betrieb ist. Und hier nun zu den Grünen. Bei ihrem Dualplus propagieren sie immer noch die flächendeckende Modularisierung der Ausbildung. Sie sehen den Vorteil darin, dass Betriebe nicht mehr die gesamte Ausbildungsverantwortung übernehmen müssen, sondern nur noch einzelne Ausbildungsbausteine anbieten. Das ist Unsinn. Denn junge Menschen und insbesondere Menschen mit Unterstützungsbedarf brauchen kein Modulhopping, sondern einen verlässlichen Betrieb, in dem sie handlungsorientiert lernen und kontinuierlich die Berufsbildungsreife entwickeln. Dritter Punkt. Und nun zu Ihnen, Frau Schawan. Sie erzählen uns häufig von Ihren Bildungsketten, Berufsorientierung, Einstiegsbegleitung. Und dann behaupten Sie, dass der demografische Wandel die Ausbildungsprobleme schon von ganz allein lösen wird. Auch das ist Unsinn. Das Berufsbildungsinstitut sagt klipp und klar,
Die Beschäftigungschancen für Menschen ohne Berufsabschluss werden sich durch die demografische Entwicklung nicht verbessern. Eine der wichtigsten Aufgaben ist doch heute, für die 1,5 Millionen junge Menschen ohne Berufsabschluss Perspektiven zu schaffen, aber auch für die Menschen im Übergangssystem und für alle Menschen ohne Berufsabschluss. Vierter Punkt. Und nun zur Einstiegsqualifizierung. Gedacht war sie, um junge Menschen mit eingeschränkten Vermittlungsperspektiven über die Praxis im Betrieb einen Ausbildungsplatz zu vermitteln. Die Arbeitgeber erhalten dafür 216 Euro und einen Zuschuss zur Sozialversicherung. Die Praxis zeigt aber, dass nicht nur sogenannte benachteiligte junge Menschen eine Einstiegsqualifizierung erhalten haben, sondern zur Hälfte junge Menschen mit mittlerem Schulabschluss und Abitur. Von all diesen jungen Menschen haben direkt nach der Maßnahme aber nur 44% eine Ausbildung erhalten. Und ich frage Sie, welche dieser jungen Menschen, die Menschen ohne Schulabschluss und mit Hauptschulabschluss oder die Menschen mit mittlerer Reife und Abitur, welche dieser Menschen hat denn die Ausbildungsstellen besetzt? Fest steht jedenfalls, dass der begleitende Berufsschulunterricht, der ja keine Pflicht ist, meist nicht in Anspruch genommen wird. Und es gibt häufig kein Zertifikat, also keinen Nachweis über die erworbenen Qualifikationen. Bei all diesen Mängeln verstehe ich nicht, warum die SPD die Einstiegsqualifizierung als zentrales Instrument im Übergangsbereich festschreiben will. Dennoch finde ich, dieses Instrument kann viele Vorteile bieten, wenn es richtig ausgestaltet wird. Ich sage Ihnen, wer eine Einstiegsqualifizierung macht, der bekommt auch einen Ausbildungsplatz. Die Grundregel für uns lautet, alle Maßnahmen müssen individuell auf die einzelnen Menschen abgestimmt werden und verlässlich in Ausbildung führen. Fünfter Punkt. Warum können bestimmte Ausbildungsplätze nicht besetzt werden? Das liegt zum einen an den regionalen Ungleichgewichten. Während beispielsweise in Bayern und an der Ostseeküste in verschiedenen Berufen Auszubildende gesucht werden, gibt es in Herford oder auch in meiner Heimatstadt Bremen mehr Bewerberinnen als Plätze. Und dann gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen. Das Bundesinstitut für Berufsbildung geht davon aus, dass in Büroberufen auch noch im Jahre 2030 ein ausreichendes Fachkräfteangebot zur Verfügung steht. Ganz anders sieht es im Hotel- und Gaststättenbereich aus. So kommen in der Gastronomie heute nur 37 Bewerberinnen auf 100 Ausbildungsstellen. Auszubildende im Hotel- und Gaststättengewerbe in Bremen haben mir in Gesprächen und in meiner Befragung folgende Gründe genannt. Überstunden, ausbildungsfremde Tätigkeiten, schlechte Vermittlung der Ausbildungsinhalte, regelmäßige Arbeit nach der Berufsschule, kaum Freizeit, eine geringe Vergütung und eine geringe Wertschätzung ihrer Person. Deshalb fordern wir als Linke, die duale Ausbildung muss attraktiv bleiben. Eine hohe Qualität, eine gute Vergütung, Übernahmegarantie mit guten Tarifen und Aufstiegsperspektiven. Das schafft klare Perspektiven für all diese jungen Menschen. Sechster Punkt. Fachkräftesicherung durch die Integration von jungen Menschen ohne Berufsausbildung. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales schätzt die Wirksamkeit, um unterschiedliche Gruppen als Fachkräfte zu mobilisieren, folgendermaßen ein. Große Chancen werden gesehen, um die Arbeitszeit von erwerbstätigen Frauen auszuweiten und Ältere länger in Arbeit zu halten. Mittel- und langfristig wird es aber auch sehr wirksam sein, nicht erwerbstätige Mütter zu integrieren und die Betreuung und Bildung von Kindern auszubauen. Im Gegensatz dazu stuft das Ministerium die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen und die Aktivierung von Langzeitarbeitslosen als gering ein, um diese Menschen als Fachkräfte zu mobilisieren. Auch langfristig wird es kaum wirksam sein, Frauen für die MINT-Berufe zu interessieren. Und die geringste Wirksamkeit besteht darin, mehr Jugendliche in Berufsausbildung zu integrieren.
Junge Menschen ohne Berufsausbildung müssen sich also wieder ganz hinten in der Schlange anstellen. Das ist nicht verantwortbar, meine Damen und Herren. Siebter Punkt. Ganz schlechte Perspektiven haben bei Ihrer Politik Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung und Frauen. Der Anteil aller mit Frauen abgeschlossenen Ausbildungsverträge liegt gerade noch bei 40%. Menschen mit Behinderung und Menschen mit Migrationshintergrund werden bei der Vergabe von Ausbildungsstellen oft gar nicht berücksichtigt. Nur jeder dritte Mensch mit Migrationshintergrund erhält heute einen Ausbildungsplatz. Und das bei gleichem Interesse und gleichen Abschlüssen. Das ist nicht nur zu verurteilen, das haben Sie abzustellen. Achter Punkt. Das große Konzept dieser Regierung heißt seit 2010 der Nationale Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs. Doch hier tut sich immer noch nichts Wesentliches. Es reicht eben nicht, meine Damen und Herren, mit den Arbeitgebern Absichtserklärungen auf einem Stück Papier zu vereinbaren. Es muss endlich verbindlich für alle Menschen ohne Berufsausbildung gehandelt werden. Und, Frau Ministerin Chavan, Sie schwadronieren mit dem dualen System in Europa, in der ganzen Welt. Garantieren Sie endlich hier allen Menschen eine gute Ausbildung. Dann wird man Ihnen auch wieder glauben. Vielen Dank.